Checkt mal aus, was bei Justin passiert ist, Alter. Wie gesagt, Leute, diese gottverdammte Welt geht vor die Hunde, Alter. Was soll man machen? Folgt mir auf Twitch rein, falls ihr noch nicht getan habt. Ausrufezeichen Prime Chat. Ich brauche euer Geld. Ich möchte nämlich ein paar Hamster kaufen für Coronavirus. Ihr wisst Bescheid. Kommt zu einem weiteren Video von mir. Ihr habt wahrscheinlich den Titel gesehen und deswegen erschrocken auf das Video geklickt. Ich muss euch leider sagen, das Video ist kein Clickbait. Der Titel ist 100% echt und alles, was ich hier in diesem Video sagen werde, ist auch 100% so passiert und leider Gottes kein Clickbait. Ich habe lange überlegt. Okay. Ich weiß nicht, was kommt, Leute. Ich weiß wirklich nicht, was kommt, aber eins sage ich euch. Ich habe es ja gesagt. Ich habe immer gesagt, ich habe gestern noch gesagt, wenn ich so eine Uhr hätte, mich kann 10 direkt zusammenschlagen. Ich bin die Lauchgestalt unterm Herrn, Alter. Justin, no front. Geisteskrankes Beileid. Es ist so, glaube ich, sogar bei ihm in der Wohnung passiert, wenn ich mich nicht irre. Deshalb habe ich sowas nicht. Deshalb habe ich solche Luxusgegenstände nicht, weil sie mir einfach weggenommen werden können. Deshalb mache ich sowas nicht. Deshalb habe ich immer extreme Angst. Ich glaube, das Einzige, was man bei mir klauen könnte, wäre zu Hause eine PlayStation. Hier unten das Ding ist safe. Das ist komplett alarmgesichert alles. Das ist mit Direktanbindung mit einer Alarmanlage zur Polizei. Die Polizei ist von hier aus 3 Minuten entfernt. Und die Tür ist doppelt und dreifach mit Balken verriegelt. Bla, 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 bla. Da kommt keiner rein. Bei mir in der Wohnung habe ich de facto keine Wertgegenstände. Ich habe keine Wertgegenstände in der Wohnung, außer mein eigenes Leben und so ein Iced-Out-Dildo. Ja, das stimmt, aber ganz ehrlich, den nimmt keiner mit, weil den benutze ich halt aktiv, ne? Ihr wisst Bescheid. Ja, deshalb, Alter, also deshalb bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, was Luxusgegenstände. Egal, Ruhe jetzt, wir gucken jetzt erstmal Justins Video, Alter. Mad Beilert an der Stelle, was auch immer jetzt kommen mag, Bro. Ich fühle so mit dir, ey. Ob ich das Video hier machen soll, das... Hast du bei deinen Off-White-Schuhen die Fetzen runtergeschnitten? Ja, habe ich, weil ich dumm bin. Das Ganze ist jetzt genau eine Woche her und es ist was Unfassbares passiert. Ich bin mittlerweile so halbwegs drüber hinweggekommen und ich war auch 3 Tage in London. Max, ja krass, ich habe diesen Dildo auf Karneval komplett durchgeballert, auf jeden Fall, Mann. Die letzten Videos waren vorproduziert, deswegen, da waren halt alle Sachen noch da. Und vorab kann ich sagen, mir ist nichts passiert. Das ist die Hauptsache, Mann, dass man, dass das eigene Leben und das Leben von Freunden und Verwandten und sowas da unbeschadet bei wegkommt. Bin kerngesund und das ist auch das, was die Hauptsache ist. Safe. Mein Schmuck und meine Uhr, die weg sind, sind versichert. Mhm. Immerhin, gut, sehr gut. Und deswegen, auch wenn es nicht Entscheidung. So wäre, wäre es halb so wild, weil... So, mir geht's gut. Ja. Das Schlimme ist halt nicht so, dass die Sachen weg sind, sondern wie es passiert ist. Und der emotionale Wert, der halt bei solchen Sachen hängt. Plus, wenn halt in die Wohnung eingedrungen wird. Junge, Junge, Junge. Und das wollte ich euch heute mal erzählen. Und ich habe mit der Polizei gesprochen, also das Video hier abgesprochen. Die haben gesagt, ich darf das machen. Ich weiß, was ich halt sagen darf und was nicht, um die Polizeiarbeit nicht einzuschränken. Und wollte euch halt einfach mal ein Update geben. Das sind jetzt hier keine Promo-Zwecke, sondern einfach, ja, ich nutze jetzt mal diese große Reichweite, die ich halt hier auf diesem Kanal habe, um ja, halt damit vielleicht irgendwelche Spuren zu gewinnen. Und ich sage euch jetzt schon, falls, sorry für das Rumgekatte hier, also ich bin natürlich nicht alleine so, ich bin halt eigentlich nie alleine und renne nie alleine rum und habe auch immer was dabei, um mich zu wehren, nur halt. Okay, Justin, was hast du immer dabei, um dich zu wehren? Okay, Leute, so viel dazu. Halt jetzt bei diesem einen Zeitpunkt halt zufälligerweise mal nicht. Deswegen, ich habe kurz das abgesprochen, wie ich das am besten sage. Und zwar ist es so, falls ihr Tipps habt oder Spuren oder so und die 100% ernst sind und dieser Tipp zur Ergreifung des Täters führt. Gibt es eine Belohnung, ne? Setze ich aus eigener Tasche eine Belohnung von 7.000 Euro da drauf. Also falls krass. Jemand einen Tipp hat oder aus dem Umfeld des Täters ist und 7.000 Euro aus dem Umfeld des Täters ist und mal kurz snitchen will. Nein, natürlich nicht snitchen, what the fuck. So jemand gehört zur Polizei gemeldet, das ist kein Snitching, das ist einfach nur das Richtige. Kann und dieser zumal, 100%. Zumal wenn der Rolex-tragende Boss beklaut wurde, das ist ganz wichtig. Und ernst ist, der damit zur Polizei geht und das Ganze auch aussagen wird und man dadurch wirklich den Täter findet, bekommt er von mir aus meiner Tasche 7.000 Euro und die Staatsanwalt gibt, glaube ich, auch ein bisschen was, aber das ist halt nicht annähernd zu viel, glaube ich. Naja, das dazu. Jetzt kommen wir dazu, was genau Pizza passiert ist. Ich werde es euch jetzt nicht in den kleinsten Einzelheiten erzählen. Es war einfach ein ganz normaler Morgen. Ich bin aufgewacht, um
10 Uhr oder so. Hab auf mein Handy geschaut, Sprachnotiz aufgenommen und hört in der Sprachnotiz noch, wie es klingelt. Ich so, shit, okay, ich muss zur Tür. Renn zur Tür, hab halt ein Display und sehe halt, wer klingelt. Und es war ein Paketbote. Ich darf jetzt wahrscheinlich das Unternehmen nicht nennen. Aber Leute, seid in Zukunft vorsichtig, wem ihr die Tür aufmacht, weil der Paketbote war, wie sich halt im Nachhinein rausgestellt hat, kein Paketbote. Krass, Alter. Krass, aber das Ding ist ja, der Typ ist ja dumm. Der ist ja dann nicht maskiert gewesen, weil man macht ja keinen Paketboten auf. Immer wieder ein Grund, Kameras zu haben. Haben wir hier auch überall. Die darf man auch aufzeichnen bis glaube ich, 24 Stunden. Dann müssen sie automatisch gelöscht werden vom Server. Aber, denkt man sich ja nichts bei. Macht man dann die Tür auf und dann sowas. Bin mal gespannt, was jetzt noch kommt, Alter. Yes, wie gesagt, wir haben Dyson Pizza. Ich hoffe, das juckt euch nicht. Er hatte Pakete dabei mit Aufklebern von einem Sneaker-Store. Krass. Die mich beliefern. Ab und zu. Krass vorbereitet, krank. Heißt, er wird sich, oder der Drahtzieher im Hintergrund wird sich mit meinem Kanal auseinandergesetzt haben. Und krass. Er stand dann halt, ich habe aufgemacht, alle Türen aufgemacht und so. So Haus super einbruchssicher, aber halt nicht überfallsicher. Und man kann halt mir auch nichts vorwerfen im Nachhinein, weil so jeder hätte einem Postboten die Tür aufgemacht. Safe, vor allem, er steht mit Sneaker-Paketen da und so weiter. Und steht halt vor meiner Tür, sagt, ich müsste halt den Ausweis sehen. Kam mir plausibel vor, weil es ein Postbote war, den ich bisher noch nicht gesehen habe und er wahrscheinlich nicht jedem random dann die Pakete übergibt. Genau. Ich zeige ihm meinen Ausweis, er nimmt ihn, schaut den Ausweis an, lässt Pakete und Ausweis fallen und geht sofort auf mich los, fängt an, mich zu würgen. Ich habe immer was da, um mich zu wehren und in der Situation 10 Minuten nach dem Aufstehen, noch im Halbschlaf, nichts ahnt, bei Pakete annehmen. Krass. Kann man halt dann auch nichts machen. Boah, Digga, krass. Krass, Alter, auch direkt Angriff auf Leib und Seele dann, also quasi direkt. Boah, Junge, kriege ich direkt Gänsehaut, Alter. Boah, Junge, krass. Krass, 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 krass. Das war wirklich ein geistkranker Moment. Vor allem, er war die ganze Woche vorher frühstücken und weiß nicht, dann war es wahrscheinlich nicht das erste Mal, dass er es probiert hat. Und ich habe halt einen Tag vorher noch, das war 2 Tage, nachdem das mit Pop Smoke passiert ist, für die, die es nicht mitbekommen haben. Pop Smoke ist ein amerikanischer Rapper, der vermeintlich überfallen wurde, ausgeraubt wurde in seinem Haus und danach erschossen wurde. Ja. Und in dem Moment, ich hatte 2 Gedanken im Kopf, bitte nicht das. Bitte nicht genau sowas. Oh, krass, Junge. Alter, Digga, Justin. Ohne Witz, Junge. Krass, dass du da jetzt so drüber reden kannst. Das würde meine Psyche komplett auseinandernehmen, Junge. Richtig starker Move von dir, dass du mental in der Lage bist, da so sachlich jetzt drüber zu berichten, Mann. Das ist ein krasser Moment. Man weiß ja nicht, was so ein Mensch, der dann in deine Wohnung eindringt, was der fähig ist, was der vorhat, was der überhaupt von dir will. Man spielt ja sämtliche Szenarien im Kopf durch, die passieren könnten, Mann. Das ist wirklich, also man weiß ja nicht, in diesem Moment, man steht da in der Öffentlichkeit, ja? Man denkt ja nicht im ersten Moment daran, wenn ich angegriffen werde, dann gehe ich davon erstmal aus, dass derjenige mir schaden möchte und nicht an mein Eigentum ran will. Und das muss so ein krass beängstigender Moment gewesen sein, dass der Typ bei ihm reinkommt und auf ihn losgeht. Das muss Hölle gewesen sein, Mann, weil der Kerl, der da bei ihm reinläuft, der kann ja sämtliche Intentionen gehabt haben. Und die erste Intention, die ich hier habe, ist, fuck, ich stehe in der Öffentlichkeit, maybe, und dieser Typ hasst mich einfach. Der Typ ist neidisch auf mich, der Typ ist verrückt, der Typ ist ein Stalker, was weiß ich. Das wäre so das Erste, was mir durch den Kopf geht, Mann. Ich würde gar nicht erst daran denken, dass der mir was klauen will. Boah, Digga, Justin. Kranken Respekt, Mann, kranken Respekt. Junge, Junge, Junge. Und so Kommentare wie, Justin muss nächstes Mal trainieren gehen, box ihn einfach um. Leute, wenn bei euch jemand in die Wohnung eindringt, da könnte der Kevin Wolter sein. Gut, der Typ ist Militär, vom Militär, der würde wahrscheinlich anders reagieren. Aber als Otto-Normalverbraucher, da machst du auch als gut trainierter Kerl nichts. Da bist du erstmal Schockstarre. Und sowas nutzen die aus. Krass, Mann. Mad Respekt. Willi, danke für die 2 Gifted Subs. Eiskalt gerade den Rücken runter, Junge. Und das andere, bitte wach ich auf, bitte ist es nur ein Traum. Beides nicht der Fall, das eine zum Glück, das andere leider.
Dann hat man ja meine Uhr, also meine Richard Mille, im Wert von, also das ist jetzt kein Flex, ich bin offen mit euch, die Uhr ist 84.000 Euro wert. Digga, das ist aber auch das Ding. Diese Uhr verkauft dieserjenige, weil das Modell, diese Uhr, dieses Video, das wird Wellen schlagen, das wird überall in der Presse sein. Und der Täter, der das gemacht hat, wenn der die Uhr nicht jetzt schon verkauft hat, eigentlich hätte Justin das zeitnah hochladen müssen. Wahrscheinlich ist die Uhr jetzt mittlerweile schon verkauft worden. Dann ist diese Uhr nicht mehr die, dann ist das maximal nur die Hälfte wert. Das ist so, dass die ja jetzt überall gesehen worden ist. Und jeder, der jetzt eine dieser Uhren trägt, und ich gehe einfach mal davon aus, bei dem Preis gibt es in Deutschland davon vielleicht vier, fünf Modelle, dann wird der die jetzt nicht mehr zu dem Preis verkaufen können, den Justin da gerade genannt hat. Weil jetzt halt Armband ändern, Still, allein das Ziffernblatt, allein, ich bin bei Uhr nicht drin, allein das Uhrwerk dahinter, bla 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 bla. Das sind ja alles Unique Pieces. Ohne Papiere verkaufen auch wieder schwierig, genau. Wer sagt, dass es überhaupt echt ist, bla 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 bla. Also der wird dafür nur einen Bruchteil bekommen haben. Im Großen und Ganzen wird sich das nicht gelohnt haben. Wird sich das nicht gelohnt haben für den Täter, zumal Justin versichert ist. Aber das Wichtigste ist wirklich, dass es ihm gut geht, Mann. Spitz, Digga, kann so sehr fühlen, Mann. Ich habe mit der Uhr auch ein bisschen Gewinn gemacht schon. Bekomme von der Versicherung halt nur den ursprünglichen Betrag zurück. Ist halt so, aber ist okay. Ja, die Richard Mille ist weg. Ich blende euch Bilder von den Sachen ein. Also falls ihr auch dazu irgendwelche Hinweise habt, wendet euch gerne an die Polizei. Meine Babe-Kette ist weg von Keno. Meine Sch Babe-Kette, was kostet die? 1, 2 oder sowas, kann ich nicht sagen, bin ich nicht drin. Das sind auch, sind auch Diamanten drauf, ne? Wahrscheinlich ein bisschen mehr. Schlangenkette ist weg von GG & Co. Meine Peso-Kette ist weg von Keno. Und meine Dior-Kette ist weg, die ich nachträglich bei Marc Oh. besetzen lassen habe. Die ganzen Sachen waren in meiner Louis Vuitton-Schmuckschatulle aus Leder. Ihr seht, alles eingeblendet. Und ja, der Täter hat diese ganzen sechs Sachen mitgenommen. Das einzige Iced-Out-Piece, was ich noch habe, ist halt mein Ring. Der lag im Badezimmer und ich hatte ihn einfach am Vorabend einfach dahingelegt. Plus, ja, meine Patek. Meine Patek ist auch da. Wow. Die lag hier in der Wohnung rum. Nicht in der Glück Schmuckschatulle. gehabt, Alter. Und sie wurde nicht gesehen. Und ja, ich mache das Video hier auch aus politischen bzw. strategischen Gründen. Falls die Täter das sehen, wovon ich ausgehe, weil sie sich mit meinem Kanal auseinandergesetzt haben. Bei mir ist nichts mehr zu holen. Ich habe die Papiere von der Richard Mille, die Box von der Richard Mille und die Papiere von der Patek, die Box von der Patek und die Patek selbst wieder zu Marc, also zu Cologne Watch gegeben. Die sind da in einem Safe und man wird diese halt nicht mehr holen können. In Man wird hier auch die Uhr nicht mehr weiterverkaufen können. Justin sagt, es gibt nur 7 Exemplare davon. Ja, das meine ich halt. Also, das war ein wirklich dummer Move. Man denkt immer, man kann Schmuck und der Schmuck wahrscheinlich schon. Wobei das auch Unique Pieces sind. Also diese Dior, diesen Cuban Link Dior-Kette. Ich fasse mir gerade dran, als hätte ich auch eine Eisdot, Alter. Die ist ja auch unique. So, das ist ja auch eine Sache, die man von Justin kennt. Und die seiner Person direkt zuzuordnen ist. Genauso wie natürlich eine Ice Out Peso Chain und diese Babe-Kette und die andere, die da noch war. Das sind alles Sachen, die man von Justin kennt. Es mag sicherlich einen Ahnungslosen geben, der die kauft. Aber die Uhr ist halt genau, die ist halt so selten, die kriegt man nicht wieder, die kriegt man nicht wieder verkauft. Das ist vom Kriminalistischen her, klar, der Täter hat sich damit auseinandergesetzt. Der hat Justins Gewohnheiten studiert, der weiß, welcher Sneaker-Store, bla 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 bla. Aber vom Benefit her ist das ohne Papiere, also sehr, 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 sehr fraglich, Alter. Also ich glaube nicht, dass damit ein Reibach gemacht worden ist. Das ist genauso, das habe ich auch schon echt oft überlegt. Ich wohne in Köln in einer guten Lage, in einer zentralen Lage, aber in einer Lage, wo sehr viele Obdachlose sind. Und da ist sehr viel Missbrauch mit Heroin und sowas. Und bei mir wurde auch schon mal die Garage eingebrochen, ist aber nichts geklaut worden. Angenommen, jetzt würde jemand auf die Idee kommen, mein Mercedes zu stehlen. Ja, also nicht mein, sondern den von Mercedes, das Leasingfahrzeug. Der könnte mir den Schlüssel wegnehmen, der könnte mir das Auto klauen, der könnte mir auch das Handy klauen. Aber das Ding ist, ich habe ja alles mit Ortungsservice verbunden. Und egal, was ich mache, ich sehe ja, wo das Auto ist. Das Auto ist ein Leasingfahrzeug, das gehört mir nicht. Das kriegst du nicht mehr verkauft. Fahrgestellsnummer und sowas, das Auto wird gesperrt. Es ist
mittlerweile, abgesehen, glaube ich, von Kunstgegenständen und wirklichen Schmuck, den man bei Leuten holt, wo man einsteigt und man keine Person des öffentlichen Lebens hat, und Bargeld und vielleicht Elektronikgeräten wie MacBook oder sowas, sehr schwierig mittlerweile, glaube ich, damit Geld zu machen. Also ich glaube, was man am einfachsten liquidieren kann, ist tatsächlich einfach Geld. So, und deshalb, also wenn jetzt jemand ein Handy stiehlt, ja, dann ist da eine Sperre drauf und dann kann ich das Handy resetten und hat er vielleicht das Elektronikgerät im Wert von 500 €, aber das ist ja de facto nicht einen Überfall, in dem Falle sogar vielleicht noch einen bewaffneten Raubüberfall wert. Wisst ihr, was ich meine? Also es rechnet sich einfach nicht. Es rechnet sich einfach vorn und hinten nicht. Keine Ahnung. Also ich verstehe schon die Motivation dahinter, nämlich das Geld halt, aber der Kerl wird das nicht liquidieren können. So, und das ist halt genau das. Ich habe aber auch immer gesagt, Mann, es ist eine Frage der Zeit, bis ein YouTuber mal überfallen wird. Also wirklich, das war nur eine Frage der Zeit. Und Justin hat da halt leider Gottes ein echt, ja, zumindest aus oberflächlichem Blick gesehen, ein gutes Ziel abgegeben, weil er halt sehr viel mit seinem, ja, nicht Reichtum, aber mit seinem Besitztümern halt Content gemacht hat. Nicht mal geprahlt, sondern er hat damit Content gemacht. So, er hat die reviewed und gezeigt. Aber das kriegt derjenige nicht hin. Das kriegt er nicht liquidiert. Also liquidiert. Das sind all over. Wenn er das gut verkauft hat, hat er vielleicht damit 10.000 € plus gemacht. Wenn überhaupt. Und das ist ein Raubüberfall, für den es vielleicht 6, 7 Jahre gibt, der nicht maskiert stattgefunden hat, auf eine Person des öffentlichen Lebens, wo jetzt sehr, sehr viele Hinweise eingehen werden. Vielleicht sogar Hinweise aus dem direkten Umfeld des Täters. Ist es nicht wert. Ist es nicht wert. Also generell, Raubüberfall ist es nie wert. Aber ich bin mir relativ sicher, dass dieser Mensch geschnappt werden wird. Allein, weil da, wo Justin wohnt, wahrscheinlich auch irgendwo Überwachungskameras in der Nähe sind und jeder diesen Postboten wahrscheinlich schon am Vortag gesehen hat, und dann ist relativ schnell ein Fahndungsbild draußen und dann dauert es nicht mehr lange, bis. Es würde mich nicht wundern, wenn er gefasst wird und die Sachen nicht mal verkauft worden sind. Würde mich nicht wundern. Meiner Wohnung befindet sich nichts mehr, was Wert hat. Ich habe nie Bargeld hier, gar nichts. Das Ja, Einzige, was. same. Ich habe nie Bargeld mit mir. Ich habe maximal, was ich an Bargeld dabei habe, sind 70, 80 €. Das war's. Das war's, Digga. Das war's. Das war's. Genau aus dem Grund. So, ich bin zum Glück noch nie in die Situation gekommen und ich hoffe, dass es so bleibt. Gibt ja auch nichts zu holen, so wie gesagt. Ja, hier mein Handy, hier alles. Du hast mein Passwort nicht. Das ist alles Drei-Faktor gesichert. Also, du kommst da nicht ran. Egal, was du tust, an meinen Kanal kommst du auch nicht ran. Ich habe keinen Schmuck, ich habe gar nichts. Ich habe diese Kette hier, Alter, die kostet 120 €. Ja, nehmen Sie mir weg, so mach. Keine Ahnung, aber nein, nein, nein. Bitte nimmt sie mir nicht weg, bitte. Aber das ist halt genau das Ding. Ein kluger Mensch hat sowas nicht zu Hause. Er hat das irgendwo anders, ne? Man kann es im Darknet verkaufen, true. Aber im Darknet gibt es trotzdem Leute, die das als Wertanlage sehen, die möchten Papiere haben. Deshalb, also, Reibach hat er damit nicht gemacht. Was ich hier hatte. Man kann deine Off-White-Schuhe fetzen. Bro, die sind so abgelaufen, von innen verschimmelt, die will keiner haben. Meine Schuhe stinken nach Scheiße. War halt immer der Schmuck und meine beiden Uhren. Ich habe daraus gelernt und mir hätte halt auch in dieser Situation kein Safe geholfen. Also in dieser Situation hätte Ja. halt niemand was machen können. Man wurde gewürgt, wurde gesagt, wenn du mir jetzt nicht deine Sachen gibst, dann steche ich dich ab. Und natürlich wehrt man sich dann nicht, sondern ja, man gibt halt Krass. einfach die Sachen ab, so wie es halt. In der Situation öffnest du doch den Safe. In der Situation öffnest du doch den Safe. Mir hat mal jemand gesagt, der Kampfsport macht, bei einer Pistole kannst du davon ausgehen, dass der Täter nicht schießen kann und du läufst weg. Im Regelfall. Bei einem Messer gibst du ihm die Sachen, läufst nicht weg. Weil Messer ist, oder bei einer Pistole kannst du sogar auf denjenigen zugehen, aber bei einem Messer ergibst du dich, weil ein Messer, damit kann jeder zustechen und dich verletzen, Alter. Da machst du nichts. Auch einmal mir empfohlen wurde. Und das war schon ein krasser Moment. Rechnet immer gegen, ist euer Leben euer 500 € Handy wert? Ist es nicht? Ist es nicht? Moment für mich einfach so, ja, keine Ahnung, ziehe mich mit dem Messer auf der Straße ab. So, man kommt mehr klar so, als wenn es in den eigenen vier Wänden passiert. Es ist Ja, jetzt so, dieser Eindringen in die Privatsphäre. sowas kann nicht mehr passieren, weil man jetzt anders aufgestellt ist. Und ja, das ist wirklich geistkrank. Ich wünsche das niemanden einen Tag danach, also der Tag, nachdem das passiert ist. Das war für mich ganz, ganz krank in dem Moment. Also ich bin jetzt schon so drüber hinweg. Es ist so, okay, meine Freunde sind für mich da, Familie ist für mich da. Also alles sehr, sehr nice. Man hat natürlich auch
anderweitig Kontakte, die vielleicht jetzt nicht auf dem offiziellsten Wege sind, die jetzt auch in anderen Kreisen nach diesen Sachen Ausschau halten und da für einen da sind. Und ja. Das ist ja auch nochmal das Ding. Wir haben ja alle Freunde von Freunden von Freunden, die in solche Kreise vielleicht Einfluss haben könnten. Und manchmal findet diese Schattenwelt solche Dinge schneller, als man glaubt. Also so groß ist diese Welt auch nicht. Deswegen, ich bin an dem nächsten Tag natürlich direkt mit Freunden zu Cologne Watch, habe alle Sachen da abgegeben, dass die für mich verwahrt werden, weil ich hier halt nichts mehr zu Hause haben wollte. Und mich haben da auch, keine Ahnung, 4, 5 Leute nach Fotos gefragt. Ich war jetzt nicht sehr, also ich habe natürlich Fotos gemacht, aber ich war jetzt nicht so happy darauf wie sonst immer. Deswegen an die Leute, die da die Fotos mit mir gemacht haben, es tut mir sehr leid, dass ich jetzt nicht offen für Smalltalk und so war. Ich hoffe, ihr versteht das, aber ich habe gedacht, ich mache wenigstens überhaupt Fotos. Ja, und im Nachhinein, keine Ahnung, ist mir halt einfach nochmal klar geworden, auch wieder ohne Flex jetzt, was man halt für einen Status so mittlerweile hat, dass Leute es auf einen abgesehen haben, auf die materiellen Sachen und so. Und das ist schon sehr... Nicht nur auf die materiellen Sachen, Bro. Wie ich gesagt habe, du weißt nicht, ob diese Person, die bei dir eindringt, nicht vielleicht sogar auf dich abgesehen hat, nicht nur auf dein Geld, weißt du? Sehr, sehr krank, deswegen... Keine Ahnung, es werden jetzt vielleicht, wird jetzt nicht jeder von euch eine Richard Mille zu Hause liegen haben, aber es gibt bei jedem vielleicht irgendwas zu holen und deswegen seid auf jeden Fall vorsichtig. Wem ihr die Tür aufmacht, kennt ihr die Leute? Ja. Habt ihr ein Türschloss, also so eine Kette, um das nochmal zu verriegeln, so um einzelne Sachen abzugeben? Hat man vielleicht eine Wohnung mit Portier und sowas, kann halt dann gar nicht passieren. Ich weiß nicht, also man muss sich natürlich in Zukunft da Gedanken machen, also... Krass. Ja, krass, dass sowas passiert ist, Mann. Bin auf jeden Fall drüber hinweg und sowas kann nicht mehr passieren. Ich bin besser aufgestellt. Freunde sind da. Ich laufe nie alleine rum. Man hat Sachen, um sich im Notfall zu wehren. Okay, Justin, erläutere, was hast du? Ist es der Eisdaut-Schlagring? Ist es der Eisdaut-Elektroschocker? Wir sind gespannt. Auch wenn es unschön ist und ja, das dazu. Ja, abschließend kann ich halt nur noch mal die Bilder einblenden und ja, der Täter war, also... Ich beschreibe ihn jetzt einfach mal und er hatte dunkel gelockte Haare. Ich glaube, die Polizei erstellt mit mir noch ein Phantombild. Er hatte dunkle, also nicht ganz dunkle Haut, aber so, ich würde sagen halb Afrikaner, war derjenige, der sich als Postmann verkleidet hat. Also es war einfach ein Paketbote. Er hatte eine Kappe von der Firma an, er hatte ein Polo von der Firma an, im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass es fake war. Auch die Pakete von dem Sneaker-Store, da waren einfach nur, war einfach eine Porzellanschüssel drin, die waren auch nicht frankiert. So, ich habe gar nicht, man achtet halt nicht darauf im Halbschlaf und es ist halt einfach ein Paketbote so. Es war alles fake, es war alles geplant und ja, die, wie gesagt, falls einer da Tipps hat, 7.000 Euro, falls das zur Ergreifung des Täters führt. Wendet euch gerne an die Kriminalpolizei Düsseldorf. Crazy. Falls ihr da ernste Tipps habt. Und ja, ich kann nur sagen, ich weiß nicht, was man sich dabei denkt und erhofft, weil den Schmuck, das sind Custom Pieces, die kannst du eigentlich nicht loswerden. Wenn du die einschmelzt, verlieren die krass an Wert. Ja. Die Uhr, die gibt es gerade so, wie ich sie habe, 7-mal auf der Welt auf dem Markt. Auf Kronen, ja, Bro. Ich sag's ja, das hat sich nicht gelohnt. Das hat sich nicht gelohnt, Mann. Und also die kannst du halt nicht so leicht loswerden. Der Kriminalhauptkommissar meinte zu mir, derjenige, der das gemacht hat, der wird wahrscheinlich schon einen Käufer haben. Aber auch dafür zu riskieren, dass man wegen bewaffnetem Raubüberfall, keine Ahnung, ich glaube 6 bis 8 Jahre in den Knast geht, weiß ich jetzt nicht, ob sich das lohnt, eine Uhr, die 80.000 wert ist, keine Ahnung, für 15 bis 20 dann zu verkaufen, wenn er überhaupt... Richtig, es ist halt ein bewaffneter Raubüberfall, ne? Weiß nicht, ich habe jeden Cent bisher in meinem Leben ehrlich verdient und dass jetzt sowas passiert, keine Ahnung. Es ist jetzt aber so, Leute, ich wollte euch nur informieren, dass in den Videos man. Ja halt keine Fragen auftauchen, ey, warum hast du nichts mehr von deinem ganzen Schmuck an und so. Und das wird auch erstmal eine längere Zeit so bleiben, nur dass ihr Bescheid wisst. Natürlich kann, ich sehe schon Kommentare, es war nur eine Frage der Zeit, wenn man das alles zeigt und so. Würde ich nicht sagen, nein, nein. Ja, ich, boah, Digga, ich war bisher eigentlich immer offen mit allem, so, was irgendwas. Ich mir hole. Und darum ging es ja auch in meinem Kanal, so um so Mode, Fashion, Uhren und so. Und ja, jetzt ist das Resultat. Ich habe daraus gelernt. Ja, das dazu, Leute. Wir sehen uns die Tage wieder. Ich weiß nicht, ob morgen ein Video kommt. Aber ich glaube, nächste Woche geht es auf jeden Fall ganz Corona normal kickt weiter. Und dann sehen wir uns. Passt auf euch auf, Leute. Macht's gut. Peace.
Krass, Mann. Krass. Da wäre doch mal lieber der Standard-Skill-Stream am Laufen gewesen, Alter. Crazy, 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 Mann. Justin, Justin, Justin. Ey, big sorry von meiner Seite an dich, Alter. Wirklich. Es ist wirklich krass, dass sowas passiert, Mann. Aber wie gesagt, ich hab's kommen sehen. Nicht bei Justin, aber bei irgendwem anders. Also ich dachte mir schon, irgendwann passiert's. Irgendwann passiert's bei irgendeinem.